Moin, willkommen zum Gehen in den Busch. Ach nein, zum Redstone-Schule. Ach ja, Redstone-Schule. Willkommen zur Redstone-Schule. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet im Community-Bereich von YouTube und ihr habt reingeschrieben, beziehungsweise ihr habt ausgewählt in der Umfrage, dass ihr am liebsten ein paar halbautomatische Farmen sehen wollt. Und da haben wir gedacht, bringen wir euch mal die ersten beiden Maschinen mit. Das sind zwei Maschinen, die grundsätzlich schon bekannt sind. Bei mir auf dem Plot standen die schon eine ganze Weile. Die eine hier haben wir eben nochmal richtig umgebaut. Da haben wir noch ein bisschen mehr Effizienz rausgeholt und ein bisschen mehr Pragmatismus für längeres Verweilen. Und was machen die Maschinen? Wir zeigen euch das mal eben. Also, ihr seht, ich habe in meiner Inventarleiste jeweils ein Stack, sonst nichts. Ein Stack Kakaobohnen, ein Stack Karotten, ein Stack Samen und ein Stack Potatoes, Kartoffeln. Und wir fangen mal mit der Maschine hier drüben an. Wenn ich mich jetzt da reinstelle, dann kann ich da Karotten dupen oder Kartoffeln oder Getreide dupen. Moment, ist dupen nicht verboten, Busch? Entschuldigung, deine Hose lenkt so ab, die sieht so albern aus. Was ist denn gegen meine Hose? Damit fühle ich mich männlicher. Männlicher? Warte mal. So, zack, zack. Jetzt fühle ich mich auch männlicher. Jawohl. Komm her, mein pinker Buddy. So. Ja, also dupen ist natürlich verboten, aber im Endeffekt haben wir hier auch nicht richtig eine Dupe-Maschine, denn wir brauchen ja auch Knochenmehl zum Vermehren. Ne? Ganz genau. Abgekennt diese Maschinen, also abgekennt das Prinzip dieser Maschinen, die Maschinen jetzt so exakt nicht, aber das Prinzip ist bekannt, das ist nicht verboten, braucht da keine Angst haben. Ich nenne es mir immer gerne meine Karotten-Kartoffel-Dupe-Maschine, weil es einfach einem vorkommt, als würde man Sachen dupen, weil es so leicht und schnell und einfach geht. Ich zeige euch das mal eben. Ich gehe mal da rein und klicke jetzt einfach nur mit dem rechten Block, mit der rechten Taste auf den Block, während ich die Karotten in der Hand habe. Und ihr seht, wie mir die Karotten um die Ohren fliegen. Und in kürzester Zeit, zack, ist schon ein halbes Stack Karotten zusammen. Und wenn ihr euch hinstellt und haltet die Taste mal für eine halbe Stunde, dann habt ihr aber sicher mehr als nur euer Inventar voll, solange euch das Knochenmehl nicht ausgeht. Das ist wichtig, diese Maschine funktioniert ganz essentiell mit Knochenmehl, das zeige ich euch auch gleich. Und jetzt seht ihr, ich kann auch hier im laufenden Betrieb wechseln. Ich wechsle jetzt einfach auf die Seeds, dann kriege ich neue Seeds und auch Weizen raus. Ist nicht hocheffizient, weil halt jedes zweite, dritte Mal auf jeden Fall ein Seed kommt oder jedes zweite, dritte Mal nur ein Weizen kommt. Aber an sich funktioniert das gut und wenn man mal schnell ein bisschen Weizen braucht, um Brot zu machen oder um Strohballen zu machen oder sonst was, seid ihr wahrscheinlich schneller dabei bei nicht so großen Mengen, als wenn ihr irgendwo hingeht und das kauft. Ja. Und Kartoffeln, das gleiche Spiel, kann ich auch wechseln in der Hand. Das Schöne ist, ihr kriegt die normalen Kartoffeln raus, ihr kriegt aber auch die giftigen Kartoffeln raus, wie beim normalen Kartoffelernten auch. Und auch hier, das Ganze geht ganz schnell. Nicht irritieren lassen. Jetzt seht ihr, jetzt dauert es und dauert es und es werden nicht mehr. Und gleich kommt damit ein... Ach, toll. Ich denke, das gibt's doch nicht. Wo bleibt denn der Punkt? Her damit. Bitteschön, hier und noch eine giftige Kartoffel dazu. Ah, seht ihr hier? Busch stellt sich einfach hinter mich und greift ab, der... Genau, also das ist das Prinzip. Wie funktioniert das? Klar, ihr pflanzt das Ganze an. Wenn ich das jetzt so mache, passiert erstmal gar nichts. Hier in diesen Dispensern sind jeweils... Ohne Ende Knochenmehl ist da drin. Ja? Und wenn ich mich hier draufstelle auf die Platte, dann läuft hier das Redstone-Signal rüber, hier in eine kleine Glock rein. Ja, die Glock sorgt dafür, wenn ich mich hier nochmal kurz aktiviere, okay, muss der Busch sich mal kurz draufstellen, dass wir hier dieses flackernde Signal bekommen. Und das gibt dann eben immer einen Tick auf die Dispenser, um jeweils einmal das Knochenmehl auszuspucken. Ja? Hier sieht man, wie es rausgeflogen kommt. Und das sorgt natürlich dafür, das kennt ihr schon, das Prinzip, dass die Pflanzen wachsen. Ja? Nicht bei jedem ersten Knochenmehl, deswegen schießen wir aus drei Richtungen mit Knochenmehl drauf, aber bei jedem dritten, vierten, fünften Mal wächst die Pflanze eben. Und ja, hier oben drüber wird abgeerntet automatisch. Ja, das passiert hier durch die Half-Slab, die von den Pisten hin und her geschoben wird. Das heißt, da wird das Licht auch genommen zwischendurch und das Licht ist wieder da und dadurch fliegt dann letztlich auch einem das Essen entgegen, was man gerade anpflanzt. Ja, so viel zu dieser einen Maschine. Hier sind die ganzen Bunker für das Knochenmehl. Hier kann man also voll machen. Die Trichter laufen dann in die Dispenser rein. Das gleiche hier für den rechten, da für den linken. Und hier hinten nochmal die Kisten für den hinteren Dispenser, der hier in der Mitte sitzt. Genau, die Anlage haben wir eben so umgebaut jetzt noch, dass in jeden dieser Dispenser zwei Trichterstraßen reinführen. Einfach, dass das Nachfüllen nachkommt. Denn innerhalb dieser 4 Sekunden haut man da gerne, glaube ich, schon mal so um die 12 Knochenmehl raus, ne? Ja, da geht schon ordentlich was durch und wenn ihr unheimlich viel Bock habt, da richtig lange drin zu stehen, aktiv natürlich und die Taste zu drücken,
Dann kann man natürlich noch beliebig die Kistenstraßen hier erweitern und beliebig viele Kisten Knochenmehl anschließen. Ja, oder auch die Aber Holzdruckplatte gegen einen Hebel austauschen, dann hier noch ein paar Trichter drumherum. auch eine Möglichkeit, genau. Wichtig ist nur, denkt dran, ihr dürft nicht AFK farmen, dann kriegt ihr einen Bann, wenn ihr erwischt werdet. Also nutzt sie wirklich aktiv und lasst euch da nicht verleiten. Ja? So, damit wir hier an der Stelle einfach auch das mal gewarnt haben. Jetzt lege ich mal den Kram, den ich nicht mehr brauche, in die Kiste. Die Kiste ist voll, dann lege ich es hier rein. Und dann widmen wir uns mal der Kakaomaschine. Busch, ich habe die erste so quasi komplett erklärt. Sollen wir dich mal an die zweite lassen? Also ich gehe kurz rein und zeige kurz das Grundprinzip. Also hier, die schalten wir ein. Ja, da stellen wir uns nicht auf eine Platte, die schalten wir oben an. Und dann halten wir einfach die Maus mit dem Kakaobohnen in der Hand auf den Holzblock vor uns geklickt, der hoch und runter fährt. Und dann seht ihr schon, wie hier eine Bohne nach der anderen im Inventar landet. Und auch hier im Prinzip die gleiche Vermehrung stattfindet wie drüben. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier halt nicht auf Erde pflanzen können. Deswegen können wir drüben kein Kakao pflanzen. Hier müssen wir auf ein Stück Jungle Wood, also Dschungelholz, den Kakao setzen. Und deswegen muss die Maschine ein bisschen anders funktionieren als da drüben. So. Genau. Was hierbei eben interessant ist, deswegen, ich gehe jetzt mal hier hoch, da habe ich den Stamm direkt. Eine Kakaobohne wächst immer garantiert dann, wenn ein Knochenmehl draufkommt. Das heißt, wir brauchen zwei Knochenmehl, dass er eben einmal wächst. Und dann, wenn sich der Block bewegt, wird es abgeerntet. Genau, deswegen sind es Automatisch. zwei Spender hier nur und keine drei oder vier. Genau. Zwei Knochenmehl reichen. Genau. Die Anlage hier funktioniert ein bisschen anders. Hier ist eine andere Glocke mit eingearbeitet, die eben dann hier oben die Torches eben immer wieder bepowert und somit dann halt die Spender und die Kolben eben dann aus- und einfahren lässt. Das ist eben so geregelt, dass dann, wenn der untere Kolben eingefahren ist, dass dann hier oben die Torches kurz angehen, denn in dem Moment kann man dann drauf platzieren und Busch, bist du noch da? Busch? Ich höre ihn nicht mehr und er bewegt sich nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, dass Busch gerade entweder der Rechner abgeschmiert oder die Internetverbindung weg ist. Schönen guten Abend. Da ist er ja wieder. Na, was ist passiert? Internet weg, Rechner aus. Irgendwie war das Internet kurz weg. Ich bin vom Server geflogen, aus Discord raus. Ja, ich habe gemerkt, du hast gesprochen, mit einem Satz war es vorbei, dann hast du dich nicht mehr bewegt und ich habe das entsprechend kommentiert. So, Okay. also, du hast gerade noch erzählt, hier oben werden dann die Fackeln getriggert und die Pistons getriggert und dann warst du weg. Ja, hier gibt es da auch nicht groß zu sagen. Genau, an- und ausschaltet man sie eben hier oben einfach dadurch, dass man diesen Piston, der für diese Glock sorgt, hier Dauer ausgefahren lässt. Nicht wundern, dass hier hinten das Redstone aus ist. Das liegt einfach an dieser Griefer Games spezifischen Eigenschaft, dass man eine Redstone-Leitung nicht an mehreren Stellen zeitgleich bepowern sollte. In diesem Fall hier macht es aber nichts aus, da der Redstone hier oben über dem Piston dennoch an ist. Und dadurch bleibt eben die Glock dann eben stehen. In dem Fall ist der Effekt sogar ein bisschen hilfreich. Ich glaube, in dem Fall wäre es sogar egal. Stimmt, du würdest nichts Ja. kaputt machen, wenn es hier hinten leuchtet, ja. Das ist egal. Ja. Stimmt. Ja, gut, das ist dann also die Maschine zum Kakaodupen. Also ohne Ende Kakao, ohne Ende Kartoffeln, ohne Ende Karotten und ohne Ende Weizen. In kürzester Zeit. Und wenn ihr das ganz fleißig macht und ihr einen guten Botshop kennt, der euch gerne was abkauft, dann könnt ihr dem wahrscheinlich auch ganz viele Strohballen verkaufen, wenn ihr mit der Maschine fleißig seid oder so. Müsst ihr einfach ein bisschen kreativ sein, wie ihr daraus Geld machen könnt, oder ihr nehmt es einfach für euren eigenen Zweck und produziert das, was ihr selbst braucht. Okay, dann denke ich mal, sind wir auch schon am Ende für diese Folge, oder? Ich bin fertig, ja, soweit. Ich habe fertig. Alles klar, ihr Lieben. Dann haut rein. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Redstone-Schule oder einer der anderen Folgen. Und bis demnächst. Ciao. Ciao.